Leute kommt? Über 20. Welche Zahl war so die beste? Boah, Chat. Ey, eingekehrt, wer da drinne war. Hot Girl Summer ausleben, gell? Aber hallo. Hast du einen Freund gerade? Die hat keinen Hot Girl Summer, bitte. Okay, sie ist volljährig. Nicht, dass die Leute denken, ich mach's minderjährig irgendwie sowas. Ah! Warum ist Bro am Gatekeaten? Warum hat der ihr nicht nach ihr Instagram gefragt? Wie oft Teil 2? Ey, Chat, Loki, ich will es mir noch angucken. Ich will mir das auch noch angucken, ey. Eine Frau schlafen in der Woche. Ja, klar. Oh, schon so 4-5 Mal. Dein Body kommt. Über 20. Oh. Was? Wer ist das Woche. Denn? Ja, klar. Oh, schon so 4-5 Mal. Dein Body kommt. Wer ist das denn? Über 20. Oh, na. Here we go again. Wo fest Kauschen in den Motor. Was geht? Das Thema ist heute, wie oft sollte man in der Woche schlafen? Ihr wisst ja, was gemeint ist. Ich würde einfach sagen, 1, 2, 3, wir gehen rein. Wie heißt du? Alexa. Wir kommen jetzt zum Thema. Alexa. Sollte ein Mann mit einer Frau in der Woche schlafen? In einer Beziehung. Viermal? Warum diese Zahl? Naja, zu viel ist auch nicht gut, aber so ein Zwischending ist ganz gut. Aber viele, die eine Beziehung haben, gesagt, ja, mein Freund, der muss schon so zweimal am Tag. Zweimal am Tag? Nee, hab ich okay, gar keine Zeit. Was vermuten Sie? Oh, Herr, okay, na. Du siehst ziemlich fit aus eigentlich. Also ich glaube, konditionell würdest du es locker schaffen. Ja. Aber vielleicht... Das soll ja noch irgendwie besonders bleiben. Hast du gerade einen Freund, oder? Nee, Single. Willst du deinen Insta-Name sagen, damit ich ein paar Männer vielleicht anschreiben können? Alexa WSCHK. Hey, wer bist du? Ich bin Juliette. Bitte mehr in die Kamera schauen, die Leute müssen ein hübsches Gesicht sehen. Komm dir zum Thema. Ey, warum ist Bro legit ganze Zeit am Kerben? Sollen wir sie anschreiben? No. Wie oft sollte ein Mann mit einer Frau in der Woche schlafen? Keine Ahnung, ich würde sagen, wie sich ergibt und wie beide Bock drauf haben. Was soll so das Idealste, so eine Zahl? 21. Kennst du 21 Savage? Ja, normal. Savage, why you trapping so hard? Aber ich würde sagen, alle zwei Tage oder so, dass es nicht so übertrieben ist, aber auch nicht zu kurz kommt. Wie oft sollte man in der Woche mit einer Frau schlafen? So oft wie möglich, meiner Meinung nach. Was ist so oft wie möglich für dich so? Jeden Tag. Wie oft am Tag? 3-4 Mal. Irgendwann fällt das eine Gurke ab. Keine Ahnung, Bruder, ich sag so. Man merkt, du hast viel Kondition. Aber du hast so viel Muskeln, sehe ich, gell? Nee, nicht viel. Doch, aber reicht. Okay, kein gut, Problem. Ich bin eigentlich fertig, obwohl ich habe noch eine Frage an dich. Dein Bodycount? 6. Ich aber gedacht, ich bin auch schon 21. Nice. Ich habe gedacht 23 oder so. Nein, Bruder, so bin ich nicht. So bist du nicht. Ich bin ein freier Mensch. Das glaube ich nicht. Wie oft sollte man in der Woche mit einem Mann schlafen? Zwischen 2 und 7. Also ich muss immer hier reingucken und nicht zu dir? Ja. Hey, du bist nicht bei einem Interview bei Thomas Gottschalk. Bitte. Okay, da hätte ich noch eine Frage. Und zwar, ein alter Kollege hat mal 3 Monate nicht mit seiner Freundin halt geschlafen. Ja. Was würdest du sagen? Glaubst du, man betrügt da eine Frau oder eher nicht? Also davon würde ich jetzt nicht ausgehen. Also es ist natürlich, wahrscheinlich ist was im Argen. Ganz kurz, am Argen. In welcher Stadt kommst du in Deutschland? Aus Augsburg. Ah, oh, Todstadt, bitte. Argen höre ich zum ersten Mal. Okay, gut, ich bin eigentlich fertig dann. Willst du noch irgendwas noch sagen? Das waren wenig Fragen. Was? Ich kann dich noch mehr fragen, wenn du willst. Hi, how is your name? Hi, I'm Rachel. And your name? Heather. From London? I'm from Edinburgh, Scotland. Yes! And you? I'm from the United States. You're going to the topic. How often in the week you should have sex with a man? At least once, if you're with someone. Only one time. At least once, ideally 3, I think. Okay, Chat, was sagt ihr? Was sagt ihr, wenn ihr in einer Beziehung seid, wie oft sollte man haben? Jeden Tag 6 Minuten. Jeden Tag 4 Mal. Ay, bruh. Einmal pro Woche. If you're with someone. I think ideally it's better 3 times in a day. 3 times a day? Oh my goodness. Not me. And you? Pose for the camera, stand on the sofas. You know we don't know manners. Wie oft sollte man mit einer Frau schlafen in einer Beziehung? 3 Mal die Woche oder so. 3 Mal die Woche nur. Ich habe gedacht, du sagst jetzt 3 Mal am Tag. Nee, zu viel. Warum? Das war zu viel. Aber wusstest du, je öfter halt eine Milch rauskommt, desto ist besser für die Frau. Ja gut, aber 3 Mal reicht aus, glaube ich. Wenn du 3 Mal hast, ist alles im gesunden Rahmen, glaube ich, oder? Ich bin bei dir. Jetzt komme ich schon 10 Mal am Tag. Okay, alle 2 Tage ist nicht schlecht. Einer hat mal zu mir gemeint, ich hab Hunger, Mann. Und das ist ziemlich gut. Oh,
sportlich ist das. Aber nicht so sportlich wie du wahrscheinlich. Ich mach keinen Sport. Du machst keinen Sport? Nein. Wie kann man so einen Körper machen, ohne Sport zu machen? Das ist ein Geheimnis. Also sag mal deinen Ernährungsplan bitte. Ich hab keinen. Gestern war ich bei McDonald's zum Beispiel. Boah, Megis wird gerade böse kommen. Oh, Halna. Warte, können wir zusammen sagen? Oh, Halna. Bitte. Oh, Halna, bitte. Oh, Halna. Hi, wie heißt du? Dylan. Wir kommen direkt zum Thema. Wie oft sollte ein Mann mit einer Frau schlafen in der Woche? Jeden Tag. That's what she said. Warum so oft? Weil die Frau auch Bedürfnisse hat. Das ist auch dein Bedürfnis, oder? Natürlich. Jeden Tag ins Gesicht mit Milch, oder? Bruder, der klopft dir auf die Schulter, als wäre es irgendwie der Fußballkamerad. Bro, chill out. Ey, sobald der so zu einer etwas hübscheren Frau so kommt, Bruder, der kann sich nicht kontrollieren, ne? Ich muss. Was schmeckt das, wenn ich fragen darf? Schmeckt auf jeden Fall schön. Es kommt drauf an, bei wem. Also ich habe gehört, von meistens schmeckt eklig. Ich habe noch nie von einer Frau gehört, dass sie sagt, dass es schön schmeckt. Na, sheer certified freak. Kommt halt drauf an, bei wem. Wie riecht das so? Nach Conor McGregor Parfüm. Kennst du Conor McGregor? Nein. Das ist so ein Rapper. Was ist für dich oft so am Tag? Ich denke 10 Mal. Oh, hell no, man. Oh. 10. Digga, ich gehe nicht mal 10 Mal am Tag. Was redet die? Was sagt sie da 10 Mal? Oha, oha, also kein Mann hat so viel Kondition. Natürlich. Niemals. Doch. 10 Mal. Das ist ja auch die Aufgabe von der Frau, ne? Ja, da fällt ja aber die Gurke irgendwann ab. Dein Bodycount? Na, über 20. Welche Zahl war so die beste? Boah, Chat. Boah, ey, so fair. Ey, Eingang, wer da drinne war. Boah, wer da drinne war. Welche Zahl? Ja, wer war so am besten? Ein Portugiese. Was konnte der da gut? Ja, es hat einfach gepasst. So, man ist halt verschmolzen. Ja, was war da gut halt? Naja, so, er konnte gut küssen und alles hat sich einfach gut angefühlt. Es hat sich so angefühlt, wie ich es auch geben würde und wie ich es, denke ich, auch gegeben habe. Ich finde, wenn man Bock hat, kann man so öfters machen. Warum nicht? Aber das sollte nach einer Zeit ist halt ausgelutscht, ne? Wenn du jeden Tag so nach 3 Monaten ist halt so ausgelutscht, weißt du, was ich meine? Deshalb auch so ein bisschen spannend halten. Hast du eine Freundin? Nee. Aber wenn du ein hättest, wie oft würdest du eine Woche machen? War schon so 4-5 Mal. Ich glaube, am Anfang ist es ein bisschen mehr als so nach 10 Jahren oder sowas, weißt du? Deshalb kann man so ein bisschen Pause machen, ein bisschen mit Abstand, dass es länger hält. Wollt ihr Insta-Namen sagen, damit wir euch ein paar Frauen anschreiben können? David.SKL12. Gucken, was passiert. Es wird nichts passieren, Lil Bro. Mal gucken, was passiert. Willst du denn sagen? Yogas mit 2 O. Wie oft sollte man in der Woche mit einem Mann schlafen? Ich würde sagen, so 2-mal die Woche reicht schon, oder? Und so wenig, warum? Ja, auch ein bisschen anstrengend, würde ich sagen, oder? Da wird er gesagt, er will am Tag 3-mal machen. Nee. Du wärst zu viel für dich, oder? Ja, aber hallo, das tut auch weh irgendwann. Also irgendwann ist Schluss. Hast du einen Freund gerade, oder? Nee. Warum? Du bist eine hübsche Frau. Nee, allein ist auch gut. Das ist so cool an Single-Leben? Ja, man kann machen, was man will. Man ist frei, man ist an niemanden gebunden. Also ich finde, hat momentan nur Vorteile. Hot Girl Summer ausleben, gell? Aber hallo. Hast du einen Freund gerade? Die hat keinen Hot Girl Summer, bitte. Ja. Und wie ist es bei euch so in der Woche, wenn du sagen willst? Also ich habe jetzt tatsächlich noch nicht gezählt. Das ist aber ein gesunder Schritt. Dann musst du anfangen, ein Plakat hier zu kaufen. Am besten mit einer Anime-Figur. Dann so eine Strichlisten zu machen, weißt du, was ich meine? Ja, aber ich weiß nicht. Muss nicht sein. Hattest du schon mal einen Freund gehabt? Natürlich. Hat er 10 Mal geschafft bei dir? Ja, klar. Und wenn nicht, dann habe ich mich getrennt. Bist du zufällig Darstellerin oder sowas? Ich mache OF. Haram. Hast du ja so viel Erfahrung? Ja. Was für Bilder zeigst du so? Komplette oder nur so mit Bikini? Guck sie an. Eine andere Frage. Promo, Digga. Hell no, bro. Fucking Promo. Guck's dir an. Dein Bodycount? 15. 15, nicht 100? Nein. Ich hab gedacht, du sagst OF 100 oder so. Nein. Aber willst du die 100 schaffen? Ja, warum nicht? Wenn mir jemand gefällt, warum nicht? Aber könntest du es dir vorstellen, auch mal in die Industrie zu gehen, in die P-Industrie? Ja, klar, warum nicht? Macht doch auch Spaß. Ich habe Angela White interviewt. Wenn du willst, ich kann Kontaktdaten austauschen. Okay, kennst du Angela White? Nein. Kennst du Johnny Sins? Nein. Na, daran merkst du, Tix ist zu 100% dieser Brazers Plus Subscriber, bro. Weil there is no way, dass er davon enttäuscht ist, dass sie Johnny Sins nicht kennt. Cristiano Ronaldo? Ja, klar. Der spielt bei Arsenal. Keine Ahnung. Well, based on your answer, I don't want to say anything low, but I'd say 2 to 5. I thought you would say 2 times in a day.
No, I don't have time for two times a day. But no. I think you do have the energy for two times in the day. Sometimes, sometimes no. Sometimes, yeah. Depends. Sometimes, yeah. Sometimes, no. Depends. One, you have to say one. Depends on the day. Let's go reverse cowgirl. Reverse cowgirl, ah, okay, I don't know this. And you? No, I don't have a favorite. Warte, kann ich dir noch eine Frage stellen? Ja. Yeah. Wäre eine Zentimetergröße von 37 zu viel oder zu wenig für dich? Was? Ist viel zu viel. Übertrieben viel. Ja. So nur ein Test, weil ich habe letztens ein Interview gehört, der hat eine gemeint, geht. Ich war bei einer Messe. Weißt du, ich meine, ich will jetzt den Namen der Messe nicht sagen. Da kannst du denken wahrscheinlich, oder? Nein. Okay, gut, ich bin fertig. Ich würde dir viel Glück mit deinem Freund wünschen. Dankeschön, gleich. Ich wünsche, du und dein Freund habt viele Kinder. Noch nicht. Nennt ein Kind bitte Son Goku. Mach ich. Kennst du Son Goku? Ja. Ja, Mann, ich küsse dein Herz. Also, und auch ich, oha. Ey, Bro macht es aber auch so cringe. Er gibt dir erst die Hand, verabschiedet sich und dann macht er so und sagt, umarm mich, hä? Ich hab immer aufpasst, wegen Freunden nicht, dass ich Schläge bekomme. Wir küssen uns ja nicht so. Würdest du so mit deiner Freundin rummachen? Ja, warum nicht? Sie hat gerade richtig schön die Zunge gezeigt. Krank. Schlucken oder spucken? Boah, beides ist cool. Ich denke, Beste? Schlucken. Mit Puderzucker? Ja, natürlich. Wie alt bist du eigentlich, Frank, nochmal? 23. Okay, sie ist volljährig. Nicht, dass die Leute denken, ich mach's minderjährig irgendwie sowas. Ah! Warum ist Bro am... Oh mein Gott! Warum ist Bro am Gatekeeten? Warum hat er ihr nicht nach ihr Instagram gefragt? Oh, fuck, man. Ich hab mir gedacht gehabt, die wäre jetzt perfekt für das nächste E-Date.